even get some calls. Herzlich willkommen zu einem erneuten Commentary, meine lieben Freunde. Hier ist euer Dunkel 2 und ich bin heute euer Kommentator. So, jetzt fragt ihr euch natürlich erstmal, wo war denn der Arschloch die ganze Zeit? Was hat denn der jetzt schon wieder gemacht? Wieso gab es kein Ankündigungsvideo? Und so weiter und so fort. Alles Fragen, die im Laufe des Videos beantwortet werden und auch, ja, wie soll ich es ausdrücken? Warum erstmal wenig Videos kommen werden und wann es wirklich weitergehen wird. Im Hintergrund seht ihr ein kleines 2-on-2 gegen Lord Aim und Justex. Also Lord Aim ist, so viel ich weiß, ja Fuckload. Und in den 2-on-2 sind die beiden nicht sonderlich gut, aber das tut nichts zur Sache. Solange sie halbwegs unterhalten sind, ist ja alles in Butter. Und ja, beim zweiten 2-on-2, was er am Ende noch dranhängen wird, sind die beiden dann auch gelieft. Nur mal so als Spoiler, das fand ich ein wenig armselig, einfach rauszugehen im 2-on-2, aber was soll man machen? Erstmal jetzt zum Thema. Warum kamen keine Videos? Ganz einfach, es kamen keine Videos, weil mir erstens Lust gefehlt hat, zweitens Zeit gefehlt hat und ich drittens technische Probleme hatte. Ich bin immer noch ein wenig mit meinen technischen Problemen am Rumfummeln, aber das wird alles schon wieder. Ich musste mein Windows jetzt eigentlich schon 4-mal neu aufsetzen oder so seit dem letzten Video und deswegen kam ich einfach noch absolut nicht dazu, mir neue Hardware, mir die Software nochmal zu besorgen. Und dann fehlt es mir auch einfach an Motivation, das alles nochmal nachzuholen und dies, das. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn einfach die Motivation zu etwas fehlt, weil es einfach mal nicht geklappt hat erstmal. Und sich alle Softwares, alles nochmal runterzuladen, alles nochmal richtig einzustellen, ist dann doch schon relativ aufwendig. Aber damit bin ich ja jetzt fertig, wie ihr in dem Video ganz offensichtlich sehen werdet. Gut, weiter im Text. Warum werden jetzt erstmal weiterhin nicht sonderlich viele Videos von mir kommen? Das ist ganz einfach. Von mir werden erstmal nicht viele Videos kommen, weil es mir immer noch ein wenig an Motivation fehlt. Nicht sehr, ich mache gerne Videos für euch und das ist auch für mich unterhaltsam und ein schöner Zeitvertreib. Und ich freue mich natürlich auch über das positive Feedback, was es unter meinen Videos gab und so weiter. Aber ich habe auch schulisch gesehen relativ wenig Zeit, was sich gerade in Richtung Ferien natürlich wieder entspannen wird. Ich werde ab dem 1. September eine Ausbildung als Fachinformatiker beginnen, für wen es interessiert, wer es wissen will. Und dann werde ich natürlich wieder ein wenig, naja, eingeschränktere Zeit haben, aber dann werde ich tatsächlich versuchen, mit mehr und mehr Content doch wieder aufzutauchen, denn ich denke, das wird dann der Zeitpunkt sein. Während der Ferien werde ich wahrscheinlich extrem viel produzieren. Das habe ich mir schon vorgenommen, so viel zu produzieren, wie irgendwie möglich ist. Und im Anschluss an die Ferien während der Ausbildung möchte ich dann im Maße des Möglichen gerne auch ordentlich weiter produzieren. Ich werde mich natürlich mit meinen Schnittprogrammen ein bisschen einarbeiten müssen und so weiter, bis alles auch wirklich sitzt, denn was ich ja bis jetzt gemacht habe, sind ja weniger, sagen wir mal, fortgeschrittene Bearbeitungen oder so, sondern einfach nur Intro davor, Tonspur reingeschnitten und so weiter. Die Tonspur nehme ich mit Audacity auf und aufnehmen tue ich mein Spiel per DxStory, einfach aus dem Grund, dass ich aufgrund meiner AMD-Grafikkarte im Moment kein Shadowplay nutzen kann. Ich habe auch noch eine Nvidia-Grafikkarte, aber ich hatte einige Ärgernisse mit Dual-Treibern, sprich den Treibern von Nvidia und den Treibern von AMD gleichzeitig auf einem Computer und habe mich deswegen dazu entschieden, die alte, betagte GTX 650 aus meinem PC rauszunehmen und einfach ruhen zu lassen. Aus dem Grund, dass ich sie einfach nicht mehr installiert bekommen habe, denn für Brickforce hätte sie ja
leistungstechnisch allemal gereicht. Und damit hätte ich dann auch Shadowplay verwenden können und keine Frame-Einbrüche dadurch erhalten können. Aber es ist nicht alles so, wie man es will, und ich kann mich nicht beschweren. Per DxTory läuft jetzt alles ziemlich gut. Ich habe mich entschieden, dass meine Videos jetzt möglichst in 60 FPS erscheinen sollen, aber ich kann noch nichts garantieren, weil ich mich mit meinem Schnittprogramm einfach noch nicht so angefreundet habe, dass es immer so bleiben können wird. Und sagen wir mal, meine Einstellung habe ich noch nicht drin gespeichert, und ich werde erstmal sehen müssen, was sich tun lässt. Des Weiteren möchte ich versuchen, meine Tonqualität halbwegs ordentlich hinzubekommen, aber sie ist schon relativ akzeptabel dafür, dass ich sie per Headset noch aufnehme und dann eine Rauschentfernung drüber laufen lasse und so weiter. Dafür geht das Ganze schon ganz gut. Des Weiteren habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht mal anfangen will, irgendwelche etwas anderen Formate zu machen neben Brickforce, weil ich nicht nur Brickforce-Spiele spiele, nebenbei auch noch GTA, Battlefield und so weiter. Und wollte mich einfach mal informieren, ob es Interesse gibt, dass ich irgendwas anderes noch spiele oder ob mein Content rein Brickforce-technisch bleiben sollte. Denn der Channel hier produziert ja vor allem Brickforce, und Brickforce kommt auch am besten an. Deswegen weiß ich einfach jetzt nicht, was ich am besten produzieren sollte, was am interessantesten ist. Deswegen schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat, lasst ein Dislike da, falls es euch nicht gefallen hat. Wenn ihr ein Dislike da lasst, dann bitte auch einen Kommentar, warum es euch nicht gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute.